So, hallo, liebe SWR-Zuschauer. Heute essen wir in Franken. Heute haben wir mal einen Imbiss gemacht, und zwar im O'Briens in der Stadtgalerie. Und ich hatte ein Ciabatta, man soll ja einfach bei mir nicht unbedingt, dass es Ciabatta ist, aber ich habe mir halt einmal Ciabatta bestellt, und zwar Lachs-Ciabatta. Und es war vom Geschmack her was gut, hat sehr gut geschmeckt, war auch eine anständige Portion, 4,50 Euro ist natürlich auch ein anständiger Preis. Als erste Ciabatta, wo gekommen ist, musste ich zurückgehen lassen, weil da war echt Salat drauf, das war echt vergammelt war. Das zweite Ciabatta, das wurde auch anstandslos getauscht. Das zweite Ciabatta, das dann gekommen ist, war top in Ordnung, war heimatfrei. Die Renate hat dann so Tortilla gehabt mit Schinken und hat schmeckt wie Flammkuchen, sagst du, ne? Es war Quesadillas nach Flammkuchen. Ja. Wie hat es geschmeckt? Gut hat es geschmeckt, nach Flammkuchen. Was hat eins gekostet? 3,50. Also für kurz zwischendrin, also wie gesagt, dass das erste Ciabatta wegen daneben gegangen war, das kann mal passieren, sollte nicht passieren, ist aber passiert. Und ja, also gut, das war der Test hier in O'Briens, ich habe den Namen nichts mehr eingefallen, im O'Briens in der Stadtgalerie in Schweinfurt. SWN.